Okay, Freunde der Nacht, es geht los mit dem Final Fight. Wir werden mal ein bisschen gucken, was wir hier jetzt, was wir hier ausrichten können. Wir werden mal ein bisschen abforcen, dann werden wir vielleicht mal ein bisschen versuchen. Ja, was machen wir denn jetzt? Single Break, bla bla, Protect, Single, High Protect, Ash Grain, Wind Protection. Ist alles nicht ganz so geil, was die Kleine hier kann. Okay, wir machen mal Heißbug auf die rechte Schulter. Wir werden jetzt mal komplett auf die rechte Schulter gehen, würde ich sagen. Und gucken mal, wie wir hier zurechtkommen. Air Slash vielleicht, ich habe keine Ahnung. Eigentlich will ich nur, dass Ashley in den Lord Blazer Zustand kommt und dann geht's richtig aufs Maul. Ja, 2-3 ist okay, besser wie nichts. Ich habe keine Ahnung, wie viele Lebenspunkte dieser Typ hat. Nee, nicht ganz. Fast nicht ganz. Air Slash, BM. Er ist auf jeden Fall sehr langsam. Wow! 8-5, was zur Hölle? Okay. Ich glaube, ich kann mit der Gruppe arbeiten. Es geht auf alle diesmal. Naja. Okay, aber er darf nur einmal angreifen, auch ins zweite. Ja, okay. Access, sehr schön. Dann werden wir mal High Heal. Moment. Extend was. High Heal auf alle. So sieht's aus. Auch wenn ich es nicht unbedingt brauche. Wir machen nochmal Air Slash. Das war ziemlich gut tatsächlich. Denn ich möchte als erstes, wenn ich ehrlich bin, diese Schulterstücke aus dem Leben boxen. Ich sehe zwar im Moment noch keinen Vorteil darin, aber wir werden es irgendwie sehen. Ja, sauber, sehr schön. Access. Call upon the Lords of Blazing Destruction. Sehr schön, Alter. So, Air Slash ins Gesicht. Bam. Nochmal 8-9, Alter. Sauber. Gut, Dark Star Bow ist jetzt nicht unbedingt so gefährlich. Was, bin ich vergiftet oder was? Na egal. Mad Lucian oder Gunblaze. Ne, ich hätte gern Gunblaze, wenn ich ehrlich bin. So, wir greifen weiter die rechte Schulter an. Okay. Restore. Ja, wir heilen Ashley mal von seinem Leiden und machen nochmal ein Air Slash auf die rechte Schulter. Gib alles. Bam. 2-7, nice. Immer noch nicht down, das ist nicht ganz so nice, aber okay. Air Slash, boom. What? Warum hat sie jetzt... Ach so, warte. Ist die rechte Schulter schon down? Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, warum sie jetzt auf einmal den Kern direkt angegriffen hat. Ja, er ist down. Okay, Gunblaze auf die linke Schulter. Du machst Restore auf... eigentlich auf alle, wenn ich da... Moment. Misty, kann ich... alle heilen, eventuell downhearted. Ja, ich sollte vielleicht downhearted heilen erstmal. Wir machen Air Slash auf die linke Schulter. Also müssten sie so knapp mit 20.000 Lebenspunkte haben, wie es aussieht. Bam! 25.000, Alter. Ach, was schön. Ja, hier gibt's ein Peppy Acorn ins Gesicht. Ha, Bubu! Dann haben wir erstmal den Downhearted Status weg. So, jetzt ist nur noch der Kern übrig, glaube ich. Und Magie scheint relativ ungeil zu sein gegen den Typ. Gegen den Typ! Ach du Scheiße. Überlebt das jemand? Ach Gott sei Dank, hey. So, Ashley macht Gunblaze auf den Kuiper Core. Das wird hoffentlich irgendwas bringen. Okay, das ist jetzt schlecht hier. Megaberry, auf alle eigentlich. Ach du Scheiße. Okay, ich muss eine Runde aussetzen. Ich muss mich mit Megaberries versorgen. Es hat alles keinen Sinn hier. Wir machen jetzt mal eine komplette Heilrunde. Danach würde ich der guten Lilka, glaube ich, mal eine Carrot geben. What? Warum? Nein, weil wir diseased sind, Alter. Das hab, oh Gott, das habe ich ja gar nicht im Kopf gehabt mehr. Ach du Scheiße.
Das könnte jetzt mein Untergang sein. Ah, okay, Ashley und Lilka sind down. Ach du Fuck, Alter. Okay, das macht gar nichts. Maryville ist ja noch da. Ach du Scheiße, Alter. Okay, habe ich noch Full Revives? Ne, Mann, ich habe nur normale Revive Fruits. Ach du Scheiße. Okay, das ist jetzt schlecht. Revive Fruit auf Ashley. Der Typ kann nur Massenvernichtung, oder? Der kann nicht auf einen Charakter einzeln drauf attackieren, oder? Weil Ashley... Ach ja, 3-9, das ist okay. Ich dachte, er kriegt nur so 1000 oder so zurück. Es ist wirklich scheiße, wenn man Spiele lange Zeit nicht mehr spielt. Jetzt schon wieder downhearted, Alter. Der geht mal richtig auf uns. So, wir greifen mal normal an. So, du machst mal Revive Fruit auf Lilka. Weil ich brauche definitiv ihre Haha-Heilung. Bäh, macht das einen Schaden? Oh ja, 5018, das ist sehr schön. Also bis jetzt ist der Kampf mehr Herausforderung wie der letzte Boss in Final Fantasy schon in Wild Arms 1. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Mal, warum geht denn der Dreck immer auf alle, Alter? Was ist denn nur los mit dir, ey? Naja, okay. Das ist jetzt nicht unbedingt... nicht unbedingt gefährlich. So, wir greifen weiter an. Lilka wird... Kann ich heal? Nee, kann ich nicht. Oder? Moment. Doch, ich kann heal. Wir werden sie selber healen. Du machst eine Big Berry auf dich. Dann sollten wir erstmal wieder toppi-tippi-toppi-fitti sein. Bam, Boomsen, Irving, gib das, du Lappen, ey. 5000 nochmal, nice, das ist ja schön. Ich muss meine FP hochpushen, das bringt alles nichts. So, einmal. Meryl wird sich auch mal voll heilen hier. Obwohl, sie wird nicht ganz voll geheilt, aber zumindest ein bisschen. Jetzt kommt er wieder mit seinem Blue Riot hier. Obwohl, das ist mir lieber wie alles andere, weil das macht relativ wenig Schaden im Vergleich. Im Schnitt um die 500, das ist nicht unbedingt so. Wir machen mal Mad Lucy, würde ich sagen. Du machst mal Heal auf den guten Ashley. Und ja, ja. Das ist natürlich jetzt alles schön, aber ich... Der ist ja unempfindlich gegen Magic. Magic, Magic. Deswegen werden wir Mini-Carrots schmeißen auf Lilka. Mal gucken, was Mad Lucy anrichtet. Wenn es denn was anrichtet. Aber das müsste ja auch ein physischer Angriff sein. 6-1, nice. Nice. Es läuft gar nicht mal so schlecht. Bis jetzt. So, ein bisschen Lilkas FP pushen. Very nice. Jetzt kommt er wieder mit Galactic Explosion. In your face, bitches. So, Ashley, du solltest nochmal Mad Lucid einsetzen. Wir machen jetzt Mystique und Mega Berry auf alle. Und was machen wir denn mit ihr? Ach, wir probieren mal Asgard 3. Was soll it? Oder Asgard 2, Entschuldigung. Mad Lucid, bam, bam, bam. Kriegst du nochmal 5000 abgezogen. 6020. So, Mystique, Mega Berry, dann sind alle wieder auf dem Damm. Ist ja scheißegal, ist ja der letzte Kampf, also von dem her brauche ich ja auf nichts mehr Rücksicht nehmen, verstehst du? Ah, nice, 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 nice. Jetzt gucken wir mal, was Asgard Number 2 auf dem Kasten hat. Habe ich den schon beschworen mal? Ich kann mich nicht erinnern gerade im Moment. Puh! Ja, sieht spektakulär aus, aber wird wahrscheinlich nicht viel Schaden machen, nehme ich an. Oh, okay, ich habe nichts gesagt, Alter. 9200. Holy. Ich denke mal, dass der Typ so um die 50.000, 60.000 hat. Weiß ich nicht. Ja, ist okay. So, wir greifen an. Ach, ich kann Lilka nicht mehr kontrollieren. Okay, wir werden Confusion bei ihr definitiv heilen, denn das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Bam! Boom! Gib alles, Ashley.
Nochmal 5-2, nice. Yeah, Lilka mit dem Regenschirm des Todes, Alter. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn sie ihn gekillt hätte damit, aber... Ne. Ne. Ja, Blue Riot wieder, das ist okay. Uninteressant. So, wir greifen wieder an. Moment, Angriff. Dann machen wir Mystique und... Schade, dass es kein... Ah, War Speed, nice. Das heilt alles. Sehr schön. Ah, und dann werden wir mal eine Guillotine einsetzen. Mal gucken, ob das irgendwas kann. Boomsen! Ah ja. Ich brauche es gar nicht mehr einsetzen. Das war's. Der Gnadenstoß für den Core of the Kuiper-Gürtel-Dingens. Haben wir es geschafft? Nein, wir kriegen noch Level 70 erreicht. Mario Level 69. Nice. Was will uns das Spiel damit sagen? Kommt etwa noch was? Gibt es ein New Game Plus Feature? Fragen über Fragen. So, Irving. Hast du dein Ziel erreicht? Haben wir es geschafft? Ist das Ding weg? Das Ding aus der anderen Welt? Anscheinend haben wir es geschafft. Ach, wo ist der Rest vom Schützenfest? Ah ja. Kanan, grüß Gott. Brad, welcome back. Tim, hello. Wir haben es alle überlebt, wie es aussieht. Ja. Und ohne viele Worte verlassen wir Glaive Le Gabel. Hey, wir haben gewonnen, nicht wahr? Wir waren alle in der Lage, Filgaia zu retten, richtig? Warum sind dann alle so traurig? Liegen wir falsch? Weil wir gewonnen haben, sind wir im Recht, nicht wahr? Naja. Weil wir gewonnen haben, sind wir im Recht, ist kein Grund. Hä? Alles, was hier passiert ist, ist ein Fakt. Das ist alles daran. Wir haben weder gewonnen noch verloren. Es ist nur vorbei. Erledigt. Ja, das denke ich mir auch jeden Tag nach Feierabend. Es ist einfach vorbei. What the fuck is that? Ja, habt ihr gedacht, dass das Spiel schon zu Ende ist? Ha! Wir haben immerhin einen garstigen Gott, Dämon, whatever, in uns. Ist klar, dass sich da noch was tut. Hey, das ist doch das, wie heißt das Ding? Argetlam? Argetlam. Damn, wir sind auf dem Mond gelandet, Alter. We are on the moon. We are on the moon. But what is happening here? Where am I? Wow, was zur Hölle ist passiert? Hey, wo seid ihr alle? Wo bin ich? Das ist die Welt, in der ich bin. Hier hat die Vernichtung begonnen. Wer bist du? Lord Blazer. Du fragst, wer ich bin? Das ist hart, nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben und so lange Seite an Seite gekämpft haben. Nein! Du bist das Desaster, welches Filgaia in Rot getauft hat. Endlich bin ich befreit von diesen Fesseln. Es ist wirklich wunderbar, einen Körper zu haben. Ich danke dir. Es war mein gutes Glück, in deinem Körper zu leben, nachdem ich hinter den Horizont verbannt wurde. Die negativen Gefühle, die während der Kämpfe in dir geschürt wurde, war das Feuer, welches mich ernährt hat. Das Futter, nicht das Feuer. Meine negativen Gefühle? Du willst damit sagen, ich habe geholfen, dich wiederzubeleben? Es liegt nicht nur an dir. Die Gefühle und Energien in den Menschen sind eine starke Energiequelle für mich. Du hast die wahre Natur der Menschen in den zahlreichen Kämpfen gesehen. Und ich habe das Negative aus ihnen gezogen und mich davon ernährt. Ich werde dir die Ehre erteilen, die Welt
brennen zu sehen. Hör auf, jetzt! Wirst du es ziehen? Dieses abscheuliche Argetlamm. Das ist wirklich die perfekte Waffe, um mich zu zerstören. Aber vergiss nicht, du warst nicht in der Lage, das Argetlamm zu ziehen. Bevor du meine Kraft bekommen hast. Die Kraft, die du nun zu zerstören suchst. Nun, da ich mich aus deinem Körper befreit habe, bist du nur ein armer Mensch. Du kannst Argetlamm nicht ziehen. Argetlamm kann nur von dem Held des Schwertes gezogen werden. Und in der derzeitigen Ära gibt es keine Helden. Lebe in Angst vor der Zukunft, welche in Asche verbrennen wird. Der Typ ist irre! Ja, es ist wirklich wahr, ich bin nicht der Held, welches von dem Schwert auserwählt worden ist. Warum zögerst du dann? Widersetze dich mir nicht, akzeptiere die Zukunft. Die Welt, in der wir leben, das unser über alles wichtige Filgaia. Es ist nicht so eine billige Welt, dass es von einem Helden zusammengehalten werden muss. Diese Welt ist voll von Interaktionen und Gelegenheiten von den Menschen und ihren Gedanken. Also ist die Kraft, welche das Universum zusammenhält, in Filgaia beheimatet. Die Kraft des allen Lebens. Okay. Eine Welt oder beziehungsweise eine Zeit ohne Helden. Das ist das, was du gesagt hast? Nein. Nein, nicht ohne Helden. Aber eine Ära, welche kein Held benötigt. Wir brauchen keinen Held! Wir brauchen keinen König! Es gibt nichts, was so wichtig wäre in der Welt, um es zu beschützen. Wenn alle Herzen eins werden, können wir auferstehen und zusammenscheinen. Wir können die Welt unterstützen, ohne einen Helden zu opfern. Wunder geschehen. Wir können nicht den Fehler machen, welchen Irving gemacht hat. Uh-oh. Helft ihr mir vielleicht, oder was ist hier los? Aha. Ja, die Kraft der Freundschaft natürlich. Die Kraft der Gefühle, natürlich. Glaube nur daran. Der Glaube versetzt Berge. Allerdings nur in Videospielen. Ich kann es dir nun sagen. Unsere Herzen sind eins geworden. Das Argetlamm ist nicht dafür bestimmt, nur von einem einzelnen Helden herausgezogen zu werden, sondern von vielen Helden. Zeigst du dich auch mal Blazer Lord whatever? Bist du Lord Blazer? Ah, the Blaze of Disaster. Wir kämpfen also tatsächlich endlich nach langer Zeit gegen Lord Blazer himself. Dem wirklich finalen Bossfight. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. What the fuck is that? Ist das die Figur des Helden des Schwertes? Welche vom Argetlamm ausgeht? Lass uns gehen. Lasst uns alle gemeinsam kämpfen. Okay, Lord Blazer sieht ziemlich merkwürdig aus und Ashley sieht auch ziemlich merkwürdig aus. Was haben wir hier? Refresh, Providence, Resistance, Power All Damage, Sword Attack with Power Friends, Impulse. Wir werden Impulse mal einsetzen, nachdem wir in Super Saiyajin geworden sind. Ich meine, abgedrehter geht's nicht mehr, ja? Wir sind in Super Saiyajin geworden, wir kämpfen auf dem Mond gegen eine Gottheit. Das ist es! Das ist es exakt! Das Argetlamm ist keine Waffe, um Dämonen zu beerdigen, indem man den Wille des Lebens vereint. Ist es der Schlüssel für eine Zukunft? Oh, ich liebe dieses Endboss-Theme. Ah, geil. Es ist nicht eine Kraft, die alleine geschwungen werden kann. Es ist eine Kraft für alle. Thanks, Anastasia. Anastasia. Bam, bam, bam. Jawohl. Bam. 12.307. Vermilion Disaster. Naja. Schauen wir mal, was es kann. Naja. Ist jetzt nicht so geil, ne? Was kann Ärger nochmal? Ah ja, okay.
Ups Defense and Magic Resistance. Providenze. Das werde ich, denke ich, gleich mal einsetzen. Es kann nicht schaden, wenn wir unsere Abwehr ein bisschen buffen. Ich bin jetzt quasi Anastasia in männlich. Negative Flare. Okay. Was? Der Effekt wurde komplett neutralisiert. What? Blade Heal restores all damage. Das werden wir doch gleich mal einsetzen hier. Ja, geil. Ja, geilo. Kann ich nochmal hier Ding einsetzen? Impuls oder was muss ich tun? Ja, wir machen nochmal Impuls. Was soll's? Ist es angekommen? Sind meine Gebete angekommen? Wenn sie nicht angekommen sind, dann werde ich alleine kämpfen. Wenn ich alleine gebetet habe, müssen wir alle zusammen beten. Alle. Alle sind auf diesem Stern geboren und leben hier. That's right. Beschützt euren Heimatplaneten, ihr undankbares Volk. Ich glaube, ich muss sogar das immer machen, hier diesen Angriff, Impuls. Pierre! Nochmal 11.900, nice. Nochmal Vermilion Disaster. Das heißt, ich werde mich in der nächsten Runde definitiv wieder aufheule. Oder? Ach, scheiß drauf, ich mache nochmal Impuls. Und schmeiß danach eine Mega Berry, das sollte reichen. Eine Mega Berry! Berry, a bear! Alles hängt davon ab, am Leben zu sein. Nur wenn du am Leben bist, kannst du dich verlieben und mit anderen kämpfen. Wenn der Morgen kommt, weil das heutige Leben... Ja genau, der Morgen kommt, weil das heutige Leben die Zukunft bestimmt. Dann sollte dieses Licht in den Kampf gesandt werden. Ja, betet für mich. Betet mich an. Und heilt mich vielleicht ein bisschen. Aber das wollte er nicht. Ja, jetzt gibt's erstmal richtig auf den Dates, Alter. Yeah, nochmal 12.400, nice. Oh, er greift normal an. Das Ding sieht irgendwie komisch aus, ich weiß nicht. Okay, er hat nicht getroffen, das ist schön. Das heißt, was ist Salvation? Prevents Karen from Falling. Oh, Erzengel im Endeffekt. Ja, wir greifen mal normal an. Boom! Zwei Sie, oh, okay. Ja, okay. Nee. Negative Flare. Das macht nichts, denn jetzt kann ich nämlich wieder mich heulen. Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit hier... Restores abnormal states and... End HP. Nö, ich schmeiß mir den Mega Berry rein, glaube ich. Ja, ich liebe das Opening-Team. Finde ich auch gut, dass es hier als Final Boss Fight quasi Melodie implementiert haben. Finde ich super. Super, super. Ja. Ich meine, der Final Boss jetzt ist nicht so spektakulär, aber ich kann es fühlen. Gerade in dem Moment versuchen alle Seelen auf Filgaia sich zusammenzuschließen. Steht da Judeka? Der Typ da links sieht aus wie Judeka, aber das kann ja nicht sein. Es stoppt alles Leben, gerade vom Kämpfen, dass alles am Leben bleibt und so. Wir sind nicht schwach. Wir haben die Stärke, unsere Herzen zu vereinen. Nimm diese Kraft und schmeiß sie auf den Krieg, der vor dir liegt. Bam, 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 bam. Ja, es ist ein mehr symbolischer Kampf, muss man sagen. Es ist jetzt kein actionreicher Last Fight oder so. Aber wir holen ihn da schon runter von seinem fliegenden Frisbee. Bam, 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 bam. Du solltest aufhören, normal anzugreifen. Wir machen nochmal Impuls, Alter. Ich glaube, das ist am effektivsten und soll wahrscheinlich auch so sein, dass wir es einsetzen. Dieser Kampf dient dazu, unser wertvolles Leben zu schützen. Deswegen müssen wir auch kämpfen. Wir müssen nicht von jemandem beschützt werden. Denn es ist wichtig, sehr wichtig, sich selbst zu beschützen. Ja. Wenn einer der Held sein muss, dann sollte jeder ein Held werden können. Die Gebete müssen ihn erreicht haben, nicht wahr? Alle kämpfen, um Filgaia zu beschützen. Wonderful.
und never ever possible in real life. Ich meine, ich will es auch nicht ausprobieren, ne? Es muss ja viel passieren, dass sowas, so ein Desaster über uns schwebt. Wie das Schwert des Damokles. Wir machen nochmal Impuls, bevor wir uns heilen. Schmeißen danach nochmal den Mega Berry. Den Mega Berry Burton, Alter. Hey, wir werden nicht alles dem Dude überlassen. Denn es ist wichtig, dass wir uns mit unseren eigenen Händen beschützen können. Ich bin nicht sicher, ob wir es mit unseren eigenen Händen schaffen, aber... Wenn wir in Trouble sind, dann helfst du uns, Dude, klar? Ja. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, werden dir die jungen Arms helfen. Wir lieben Figaia genau wie jeder andere. Ah, ihr sexy Krankenschwestern links. Ja. So, haben wir es denn bald, Blazer Lordi? Lordi Blazer. Du bist nämlich ganz schön Lash, Alter. Aber ich glaube, der Kampf ist gescriptet. Wir müssen wahrscheinlich eine gewisse Anzahl an... Ja, Prayern, sage ich jetzt mal, absahnen. Okay, wir können gerade im Moment nichts machen. Das heißt, ich werde jetzt eine Big Berry schmeißen. Das sollte erstmal reichen. Dann greifen wir nochmal physisch an und dann hauen wir ihn hier. Ah jo, das reicht gut. Ach ja. Ach ja. Kein Ding hier. Kein Ding. Kann ich wieder? Ja, yeah, ich kann wieder. Impuls. Ich liebe es. Diese Welt. Das Leben, das wir lieben. Und Ashley. Ich liebe heute mehr denn gestern. Und ich liebe das unbekannte Morgen noch mehr. Lasst uns alle gehen morgen aufbrechen. Alle zusammen. Ja, so sieht's aus. Auch wenn Irving und Altishia das nicht mehr ganz miterleben werden. Aber gut. Hopp. Buah. Und wie sieht's aus? Wow. Okay, das war der Finisher, Alter. Ja, der Kampf ist insofern natürlich ziemlich leicht, sage ich jetzt mal. Weil er in gewisser Weise gescriptet ist. Aber er soll ja auch mehr symbolisch wirken, wie, episch sein, sagen wir es mal so. Nice! Ja, und ich kann schon mal so viel sagen, das war der Final Boss. Es kommt nichts mehr danach. Hi! Oh, ich sehe wieder normal aus. Also, es ist endlich vorbei. Wir haben gewonnen, nicht wahr? Ashley hat gewonnen, richtig? Ich war nicht derjenige, der gewonnen hat. Jeder hier und alle, die auf uns warten und... Naja, es ist ein Kampf, den wir... Es ist ein Kampf, den wir zusammen gewonnen haben. Ich bin kein Held. Es ist die Zukunft. Die, es für uns bereithält. Whatever. Okay, hört mal auf. Lasst mir eine Pause. Verwirrt mich nicht. Ich lehne es ab, so eine ungeschickliche Aufgabe zu erledigen. Was labert ihr, Alter? Lasst uns nach Hause gehen. Lasst uns nach Figaia gehen. Yay! It's over. Die Welt, auf die wir alle gewartet haben. Nice. Das heißt, wir sehen endlich wieder eine blaue Himmel. Und können uns mit Marina vergnügen gehen. Ach ja, der Spiral Tower. Schrecklicher Dungeon. Schrecklicher letzter Dungeon. We've done it. Grüß Gott, hier sind wir. Colette, was geht? Hier bin ich. Guck doch mal hier. Hi. Yay. Endlich können die beiden ein Pärchen werden. Und ihr alle
wisst, was Pärchen so machen. Das ist der Moment, wo alle Bürde von uns abfällt und so. Genau. Lord Blazer und der Kuipergürtel sind Geschichte und alle freuen sich und das ist das Zeichen, dass quasi alles wirklich vorbei ist. Aber ihr alle seid nicht die Einzigen, die lachen. Die ganze Welt lacht im Moment. Ich habe jemanden, der auf mich wartet und ich habe jemanden gehört. Ich habe gehört, dass es einen Ort für mich gibt, wo in dem ich zurückkehren kann. Und so verfiel ich auch in lautes Gelächter. Ich sehe dich gar nicht lachen, Tim. Colette sagte Danke zu mir und ich sagte Danke zurück. Das ist nicht merkwürdig, oder? Nein. Nein. Weil in diesem Moment ist das alles, was ich sagen wollte. Das ist richtig. Genau, Danke sagen, dass wir alle noch am Leben sind. Also ihr. Wir ja sowieso und so. Glaube ich. Nice. Ja, ich denke, wir sind in den Credits angelangt. Beziehungsweise in dem Abspann, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, das Valeria Chateau wird sich zur Ruhe setzen müssen. Ich könnte es ja übernehmen. Jetzt, wo Irving nicht mehr da ist. Ja, sehr schön. Erstmal. Nice. Erstmal Salut, Tributen hier. Ja, da war Irving ja eigentlich gar kein schlechter Kerl, sagen wir es mal so. Er hat vielleicht andere Ansichten gehabt, aber extreme Maßnahmen ergriffen. Aber trotz allem hat er maßgeblich dazu beigetragen, ja, dass die Welt gerettet wurde, ne? Man könnte ja sagen, hätte es nicht er getan, hätte es ein anderer getan. Ja. Und so war alles abgeschlossen. Ja, das war's. Es war ein sehr langes Abenteuer. 63 Parts, 64. Am Anfang und am Ende dieses Kampfes war die Sünde namens Valeria. Diese Sünde wird nun Held genannt. Ja. Wenn die Leben in Filgaia überleben, aufgrund dieser Sünde, dann werden wir ein Leben in Buße weiter fortführen. Yeah. Es ist gut, für die Sünde in Buße zu leben. Etwas, wofür wir Buße tun können. Das Kreuz ist schwer, um es alleine zu tragen. Beziehungsweise ist nicht mehr so schwer alleine zu tragen, wenn jeder auf diesem Stern uns unterstützt. Naja, es wird trotzdem Kriege und Zwiste geben, also von dem her. Schlafe nun, Blut von Valeria. Niemand braucht einen Helden. Denn jeder hat seine eigene Kraft und seine eigene Macht erkannt. Ja, finde ich eigentlich ein schönes Abschiedswort von Kanan. Weil Helden sind natürlich maßgeblich überbewertet, das wissen wir. Wenn die Dunkelheit, welche Filgaia zerstört wird, oder Filgaias Zukunft zerstören wird, ausgelöscht ist, kann der Chor des, ja, Friedens gehört werden. Genau. Das ist wohl wahr, ja. Was wollte er denn? Wollte er unter den Rock fassen, oder? Grab her, Pussy. Was ist da drin? Auf
Was ist da los? Was ist da los? Was macht ihr eigentlich hier draußen? Oh, vielleicht gibt's eine fette Grillparty oder so. Also das Video heute wird definitiv etwas länger. Aber ich habe keine Lust, die Credits hier in der Mitte abzuschneiden. Wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Also es kann gut sein, dass das Video vielleicht so eine Stunde geht. Aber ich denke, das hat das Spiel verdient. Egal, was ihr sagt. Menschen sind wirklich merkwürdige Kreaturen. Ja, richtig, richtig. Weil sie sich schwach fühlen, verlieren sie sich manchmal auf ihrem Wege und machen falsche Bewegungen. Oder treffen falsche Entscheidungen, sagen wir es mal so. Dann, manchmal tun sie ihre Fehler nicht realisieren und verletzen diejenigen, die ihnen wichtig sind. Und zur gleichen Zeit schmieden sie Bündnisse und bandeln zusammen. Ihr fragt, warum? Während sie ihre eigene Schwäche realisieren, tun sie sich gemeinsam verbinden. Diejenigen, die Hände ausstrecken und diejenigen, die Hände greifen. Das kann ohne Vertrauen nicht passieren. That's right, man, that's right. Hey, wartet mal eine Minute. Es ist jetzt nicht wirklich schlüssig, ob Menschen schwach oder stark sind. Naja, wahrscheinlich beides. Sie sind schwach und stark zugleich, würde ich sagen. Naja, wie auch immer. Ich werde es versuchen zu erklären, denn eine Crimson Noble hat unendlich Zeit. Ja, das ist wohl wahr. Unendlichkeit! Ich hoffe, die Credits dauern nicht allzu lange. Aber gut, jetzt kommt Brad sein Part. Brad! Der wahrscheinlich nützlichste Charakter im ganzen Spiel. Nach Tim. Weil schaut ihn euch an. What's happening here, man? Wie hieß der Typ nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, ist ja auch Lutsche, ey. Warum ist ja eigentlich alles zerstört? Was ist denn hier passiert? War das alles der Wirbelsturm, den wir da gesehen haben, oder was? Was ist passiert, wo wir in Glaively Gabel waren? Eine gebrochene oder eine kaputte Uhr fängt langsam ihren Rhythmus wieder. Ja. Eine Uhr, die einst verstummte, fängt jetzt wieder an, sich zu bewegen. That's right. Geschichten arbeiten, Geschichten fangen manchmal plötzlich an. Fokussier deine Augen, hör genau zu und passe aufmerksam auf. Das Leben, welches jetzt startet, ist genauso undurchsichtig wie ein Schlachtfeld. Oder unvorhersehbar, sagen wir es mal so. Um ehrlich zu sein, würde ich auf mich allein gestellt sein, ich wäre er würde vorangehen. Das heißt aber nicht, dass ich einfach stoppen würde. Du bist an meiner Seite. Es ist wirklich wichtig, dass ich Freunde habe, die an meiner Seite kämpfen. Nächstes Mal werden sie mir auch helfen. Yeah! Sie können dir helfen beim Balken tragen. Ein rechter Held ist wirklich cool, aber ich werde diese Rolle nie ausführen. Es ist eine Schande, denke ich. Du bist doch ein Held, Mensch. Du warst einer der... Das ist auch nicht schlecht. Du warst auf unserer Seite, an unserer Seite im Kampf. Deswegen, einfach sei zufrieden, was das Leben dir gibt. Ach ja, Lilka gibt's ja auch noch, stimmt. Hm. Yeah. Ach ja, der Typ aus... Ah, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß. Silje. Silje war's, genau. Der Typ wollte ja schon von Anfang an was von ihr, glaube ich. Mein Gott, ihr seid doch erst 10.
Egal, man kann nicht früh genug anfangen. Dinge ändern sich. Von der Vergangenheit in die Zukunft. Ja, muss es Zeit geben zu passieren. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Es geht nicht nur um mich. Jeder wird seinen eigenen Weg gehen. That's right. Ich weiß. Ich werde nicht weinen. Ich bin okay. Ich bin cool. Mir geht's gut. Ich bin cool. Yeah! Gib den Rhyme! Deswegen, es ist nicht goodbye oder bis wir uns wiedersehen. Egal wer du, egal wohin du gehst. Es ist kein Ende. Es ist nur ein Anfang. Yeah. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das stimmt teilweise tatsächlich, ja. Nicht immer gut, nicht immer positiv, aber es stimmt. Ich bin glücklich, dass wir alle unserem eigenen Leben hinterherjagen. Zusammen. That's right. Ich meine, es gibt ja WhatsApp, es gibt Facebook, hallo, wir können in Kontakt bleiben, Leute. Ich meine, ich hatte so viel Glück, jeden von euch zu treffen. Und ich liebe euch von der Tiefe meines Herzens. Ah. Ah. So, dann kommt jetzt wahrscheinlich noch Ashleys Dialog und dann, oder eher Monolog, sagen wir es mal so. Eventuell. Was geht jetzt ab? Pickelnicke oder was? Pickelnickel. Ach, jetzt trennen wir uns symbolisch an einer Kreuzung sogar. Nice. Ciao. Ciao, Brad. Ciao, Tim. Ciao, Lilka. Ciao, Maryville. Kanan. Where the fuck is Kanan? Nur ein Gruppen-Gangbang veranstaltet? Nein? Schade. Lass mich raten, Kanan steht da oben auf dem Stein. So ganz mysteriös. Nicht mal. Ah, ja, okay. Ach, Kanan ist zu spät gekommen. Der König von Maria Boole hat offiziell die Auflösung von Arms bekannt gegeben. Ja, brauchen wir ja nicht mehr, ne? Ich meine, es gab ja nie eine wirkliche Gefahr. Also, gab es schon, aber Odessa war ja nur gestellt und so. Bisschen außer Kontrolle geraten. Auch wenn das alles nicht passiert wäre, hätten wir unsere eigenen Schicksale verfolgt. Tatsächlich, ja. Auf jeden. Auf jeden! Also, heute heißt es Goodbye. Beziehungsweise, das heutige Goodbye ist nicht so traurig für mich. Hallo, wir haben immer noch Lombardia. Ihr könnt von A nach B innerhalb von Minuten kommen, Alter. Auch wenn es nur für einen Moment war. Unsere Herzen werden sich für Ewigkeit vereinen. Nice! Und auch wenn wir keine wahren Helden sind, haben wir einen großen Verdienst geleistet. Auf jeden Fall. Kann ich nicht widersprechen. Wenn wir unsere Seelen vereinen, können wir Dinge erreichen, die selbst ein nobler Held erreichen kann. Die nicht mal ein nobler Held erreichen könnte. That's right. Ihr wisst, der Held ist immer so ein Titel eigentlich. Das ist ja nix. Ach, ja. Egal wohin wir gehen, unsere Herzen werden vereint sein. Wir werden immer zusammen sein. Yay! Das war doch mal ein schönes Disney-Geblubber hier. Nice! So, ich komme gleich zu meiner Spielebewertung, würde ich sagen, weil ich möchte das Video nicht künstlich in die Länge ziehen. Grafik fand ich top, 8 von 10. Es gab einige Sachen, wo ein bisschen abwechslungsreicher vielleicht gestaltet werden können, aber der Grafikstil an sich hat mir sehr gut gefallen. Oh, es geht doch noch weiter. Soundtrack 10 von 10. Ich finde den Soundtrack von diesem Spiel bombastisch. Kann ich nichts dazu sagen. Gameplay-technisch hat es eine gewisse Tücke. Ich mag aber auch die taktische Seite an dem Kampfsystem, muss ich sagen. Auch wenn ich sie nicht zu 100% ausgenutzt habe. Deswegen sage ich gameplay-technisch 7 von 10. Story war okay, war jetzt nichts Großartiges, war jetzt nichts Bombastisches in dem Sinne, weil sie tatsächlich auch in die künstliche Länge gezogen wurde ab einem gewissen Punkt, ja. Ab da, wo man quasi Odessa geschlagen hat, ist es doch etwas teilweise schnell, teilweise langsam in die Wege gekommen. Deswegen storytechnisch war jetzt nichts Bombastisches, nichts Besonderes. Ist halt ein Oldschool-Klassiker, ne? Deswegen storytechnisch gebe ich auch eine 7 von 10 und allgemein würde ich dem Spiel im Großen und Ganzen eine 8 von 10 geben. Nun, Marina,
Habe ich mich verändert? Scheint so. Ja, hast du. Du bist irgendwie anders. Vor allem im Bett. Du siehst erwachsen aus. Ich denke, du bist größer geworden. Warte, lass mich sehen. Vor allem untenrum. Lass mich sehen. Oh. Ja, wird ja auch mal Zeit, dass die zwei hier was reißen, hey. Oh, dein Kuss ist so weit weg. Hä? Ich muss schon machen mit Zunge, hey. Ich bin froh, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Wie gesagt, ich habe, denke ich, ja, alles soweit gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Jetzt kommen die Credits, nice. Und ja, was soll ich sagen? Tolles Spiel. Tolle Erfahrung. Es war damals tatsächlich mein allererstes Wild Arms, was ich gezockt habe. Danach der dritte Teil. Es wird von mir auch den dritten Teil als Let's Play geben und dann ist die Trilogie für mich abgeschlossen, ja. Also ich werde kein... Es gibt ja sechs? Fünf? Fünf, sechs Teile, ich weiß es gar nicht. Wild Arms Teile. Aber alles, was nach dem dritten Teil kam, finde ich... ist meine Zeit nicht wert. Deswegen würde es mit Wild Arms 3 auch vorbei sein, was meine Wild Arms Serie angeht. Aber ich denke, der dritte Teil ist dann nochmal eine Steigerung zum zweiten Teil. Oh, der gute Ashley versucht sich als Bäckergehilfe, wie es aussieht. Naja. Wie gesagt, ich werde jetzt die Credits noch komplett durchlaufen lassen. Mir ist scheißegal, wie lang das Video wird. Ach ja, was schön. Was schön. Und was man dann auch dazu sagen muss, dieser zweite Teil jetzt hier war eine deutliche Steigerung zum ersten Teil. Sowohl Gameplay als auch Story-technisch natürlich. Der dritte Teil, muss ich sagen, ist, glaube ich, storytechnisch... Ich kenne gar nichts mehr eigentlich davon. Verzeihung. Aber der dritte Teil ist, glaube ich, storytechnisch auch nicht so bombastisch. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich weiß nur, dass der dritte Teil gameplay-technisch einige Neuerungen auf Lager hat. Grafisch natürlich auch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ist ja damals dann für die PS2 rausgekommen. Ja, wird auf jeden Fall von mir im Anschluss Let's Played. Damit wir da auf Kurs bleiben. Wobei ich ehrlich gesagt keinen Plan habe, was ich sonst Let's Playen sollte. Infinite Undiscovery habe ich gerade keinen Bock zum Leveln, wenn ich ehrlich bin, weil das Spiel ist stressig. Deswegen geht es da gerade im Moment zumindest erstmal nicht weiter. Vielleicht mache ich noch ein Kurzprojekt mit rein, irgendwie zwischendrin, weiß ich nicht, irgendeine Art Action-Adventure-Shooter oder irgendein Scheiß, keine Ahnung. Weil JRPGs sind natürlich, die kosten extrem viel Zeit und ich habe das Projekt im März angefangen. Ja, im März, glaube ich. Gut, dann kam vieles dazwischen, auch hier mit Corona und dem ganzen Scheißdreck da und viel Arbeit und so. Und wir haben jetzt Dezember. Also das... Jetzt in dem Moment, wo ihr das Video anguckt, einen Tag vorher habe ich das aufgenommen, so lange habe ich das vor mir hingeschoben, ja, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Gut, jetzt sagen wieder andere, so viele Projekte zwischendrin gemacht. Yeah, habe ich. Oh, nochmal ein Abschiedsbild von Irving und Altisha. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schöne Credits. Ansonsten, was ich mir vielleicht auch vorgenommen hatte, eventuell zu Let's Playen, ist Lost Odyssey. Was ja auch damals für die Xbox 360 rauskam. Aber es ist ein Meilenstein von einem JRPG. Obwohl ich es nicht als JRPG bezeichnen würde, sondern als West-RPG, ehrlich gesagt. Weil es viele westliche Elemente hat. Aber das Spiel ist halt extrem lang. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, was ich reinschmeiße. Vielleicht... irgendein Mini-Projekt von der Switch oder so ein Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Irgendeinen Dreck werde ich schon finden. Obwohl er jetzt
morgen Cyberpunk rauskommt, da habe ich wahrscheinlich keine Zeit zum Aufnehmen. Deswegen schauen wir mal. Kann auch sein, dass erstmal keine Videos von mir kommen. Ist ja auch mal gut. Okay, was ist das für ein Schloss? What is that? Ist Valeria? Ah, das ist nicht Valeria. Ah, wunderschöner Regenbogen. Sehr schön. Die Welt erstrahlt wieder in neuem Glanz. Und natürlich auch symbolisch auch die Pflanze, die aus dem dürren Erdboden Filgaias emporsprießt. Als Zeichen für neues Leben. Ein Jahr später. Ja, nice. Ach, das Argetlam. Ja, nice. Scheiße, sieht alle noch gleich aus wie von dem Jahr her. Kanan hat noch die gleichen dreckigen Klamotten an. Es ist eine lange Zeit, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Mhm. Wo ist der Rest vom Schützenfest? Ich kann nicht glauben, dass schon ein Jahr vergangen ist. Und ich immer noch Colette nicht stechen konnte. Wo ist denn Tim? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da unten. Bei Maryvale. Ich weiß. Was macht ihr hier? Es ist das Jahresjubiläum von Irving und Altishas Tod. Das ist eine schöne Geste. Ist das so okay? Ist das nicht ein wichtiges Schwert? Naja, es kann ja nicht jeder ziehen, also von dem her. Was ist, wenn es jemand klaut? Oder es nur auf dem Grab ablegt? Es kann nicht so einfach geklaut werden, das ist kein Problem. So sieht's aus. Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Ah, da kommt. Ah, der Kuchen kommt. Sorry, ich bin zu spät. Ja, natürlich bist du zu spät. Was denn das? Was hat denn der in der Hand? Sieht aus wie ein Kopf, Alter. Ist das ein Baby? Sind das Babys? Ja, es ist Ashleys schlechte Angewohnheit, zu wichtigen Veranstaltungen zu spät zu kommen. Ja, irgendwas muss er ja können. Oh, aber wie süß! Alle, die haben gleich zwei Kinder. Ja, die waren fleißig, die zwei, hä? Ha, endlich! Wird ja auch mal Zeit, hey. Oh, ein Junge. Und ein Mädchen vielleicht. Zwei Jungen, zwei Mädchen. Zwei Zwitter. Ach, was schön. Das nenne ich doch mal ein Happy End. Ein blauer Himmel, ein blauer Himmel. Dass etwas so Alltägliches so wichtig werden würde. Auch die alltäglichen Dinge und die normalen Dinge sollte man zu schätzen wissen. Für mich ist es ein großer Feind. Ja. Du bist nur ein Vampir niederer Klasse. Oh, du hast so recht. Haha. Voll ins Gesicht, Junge. Okay, das war wohl der obligatorische Applausmoment. Ja, die Sage des Alltäglichen wird für immer weitergehen. Deswegen ist es so. Alltäglich. Von der Vergangenheit in die Zukunft und darüber hinaus. Jenseits des Sternenmeeres. Zur Zukunft. So sieht's aus. Für Nachwuchs habt ihr ja schon gesorgt, ihr zwei. Das ist schon mal gut. Dann kann es definitiv runtergehen. Ein Hero, ein Held hat Filgaia nicht gerettet. Es waren wir alle, die hier auf Filgaia gelebt haben, die es gerettet haben. Naja. Also seid ihr ja die wahren Helden. So gesehen. Ich glaube, darin liegt eine großartige Bedeutung. Auf jeden Fall. Hey, hey! Das Baby hat gerade in die Windel geschissen. Ihr habt Zwillinge, nicht wahr? Ein Junge und ein Mädchen. Habt ihr schon euren Namen überlegt? Oh, lasst mich raten. Oh, lasst mich raten.
Hä? Oh, ja, richtig. Was? Oh ja, richtig, Alter. Tell me. Tell me, tell me. Sag's mir, sag's mir. Sag's uns allen. Wir alle wissen, wie die zwei heißen. Naja, es ist, naja, oh, wie peinlich das ist. Es sind schöne Namen. Ach ja? Ja, dann haut mal raus hier. Die Namen dieser Kinder sind die süßesten und die reinesten in ganz viel Gaia. Okay. Kann man Leute noch länger auf die Folter spannen? Wirklich? Oh, ich glaube schon. Hä? David! Mach mal hinne hier! Auch wenn sie sich auf ihrem Weg verlieren. Seid euch sicher, sie zu beschützen. Wir sind niemals allein, nicht wahr? Richtig? Ja, yeah, wir sind immer gemeinsam, ja. Yeah. That's right, that's right, that's right. Ja, aha, ja. Aha. Ich bin kein Held. Der Protagonist dieser endlosen Story ist... ich, der Spieler, Lucifo. Natürlich. Und ihr Zuschauer, welche von Anfang bis Ende eventuell dabei wart. Wie heißen die zwei denn jetzt eigentlich? Ich meine, ich kann es mir denken, wie sie heißen. Wahrscheinlich Irving und Altisha, aber... so soll es sein. Das Ende von Wild Arms 2... ich möchte das Projekt nicht länger in die Länge ziehen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Disliken und bis zu meinem nächsten Projekt. Ciao.